Ja. Witztempel, wir haben dich erreicht. Der Ursprungsort aller Witze. Des Großen, wo der erste Witzmeister die Witze im Witzkrieg erfunden hat. Sag ich mal. Eisig. Gut. Das ist schon mal vom Vorteil jetzt. Wirklich eisig. Der Witztempel. Oder der Tempel des Eises, besser gesagt. Ganz klar, Celsius Sommerresidenz. Hä? Eisbotter. Hier, ihr da! Dieses Heiligtum ist mein Spielplatz! Wollt ihr etwa auch hier spielen? Dann stellt euch wenigstens vor! Also, ich bin Mario. Wer ich? Man nennt mich Jojola! Jojola! Ich bin eine Freundin der Cousine des Enkels von dem Geiste, dieses Heiligtum bewacht. Also, wir müssen hier rein wegen Bose Miller, die hat Prinzessin Peach entführt. Ja, entführt. Prinzessin Peach? Bose Miller? Das ist mir zu kompliziert. Na gut, wenn ihr wollt, dann geht doch rein. Ich weiß zwar nicht, welche Abenteuer ihr bisher erlebt habt, aber hier kommt ihr nicht so leicht weiter. Ach, na typisch. Das schreit doch geradezu nach einer Falle. Okay. Eiskulturen, wo er sagt, Feuer ist. Okay, speichern. Speichern und weiter. Eistempel. Dann eben Witztempel. Ist aber nun wirklich mehr eisig. Als sonst was. Also. Da geht's nicht lang. Da gibt es ganz anscheinend Wasser. Und das Ding da, keine Ahnung. Au. Das ist wirklich eisig. So, erledigt. So. Nach dir mach ich jetzt mal Feuer unterm Hintern. Feuer unterm Hintern. So. Und demnächst unbedingt die Verteidigung erhöhen. Das ist ehrlich gesagt notwendig. So. Ah, Jojola. Ob ihr es wohl bis hierher schafft? Das werden wir sehen. So, da waren wir. Was für ein Raum ist das denn? Was ist das? Eis, keine Ahnung. Mal sehen. Schleimgeist und Urmensch. Aha. Schleimgeist? Du, dir ist sicherlich kalt. Also hier. Oh, verdammt. Das war nicht so geplant. Naja. Jetzt erstmal mit Goldkraft den Urmenschen angreifen. Aha. So. Ja. Ihr lernt es nicht. So. Und den Urmenschen angreifen. Verdammt mal. Na, na? So langsam. So. Jetzt nochmal die Hand. Und Feuer. Und jetzt noch ein Sprung. Und das war's. Und kein Level Up. Interessant. Suppe mit Scherzsud. Bitte nicht aufkochen. Na, das machen wir doch sicherlich gleich. So, was haben wir hier? Ja, hier ist es äußerst eisig.
Okay, da ist irgendwie ja so ein Spaßmaulwurf, also na nicht so ein Spaßmaulwurf, sondern ja. Aha. Ich verstehe. Zuerst. Na? Das schaffen wir doch locker. Also, erstmal abwarten. Abwarten. Ja. So schaffen wir es zur anderen Seite. Hallo. Glückwunsch. Wer zu mir kommt, der erhält von mir ein kleines Souvenir. Du erhältst roten Pfeffer. Du erhältst grünen Pfeffer. Gut. Vollgas. Angriff. Ja. Ah. Verdammt nochmal. Das ist nicht so wie geplant gelaufen. Aber dafür das. Und das. Eins, zwei und drei. Ha. Jetzt nochmal die Hand. Und weg damit. Und Level up. Das schreit jetzt für eine Verteidigungsaufstockung. Komm schon, Mist. Da hätte ich lieber... Ja, die 5 gehabt. Ah, schon wieder. Nein. Verdammt. So. Und aufgetaut. Und erledigt nicht. Scheiße. Verdammt nochmal. Wir scheinen wirklich, ehrlich gesagt, zu wenig Verteidigung zu haben. Das müssen wir ändern. So. Dann erstmal so. Und so. Aha, die Angriffskraft steigt. Das ist nicht so optimal. Naja, aber so ist der jetzt doch noch nicht down. Okay. Scheiße. Ganz klare Scheiße. Aber so haben wir es geschafft. So. Hm. Dann doch mal das erholen. So, dann noch ein Sirup. Oder gleich 2. Nicht gut, sage ich dazu. Grinsebohne. Wo geht's da längs? Ah. Mario, Luigi, Mario, Luigi, 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 Luigi. Mario, 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 Mario. Luigi, Luigi, Mario. Ah. Okay, das war's. Und das war's. So. Dann müssen wir wieder tauschen. So. Suppe mit Scherzut. Ach ja, bitte nicht aufkochen. Na, nichts leichter als das. Einmal Scherzut. Hä? Willst du mich verarschen?
Okay, hier ist irgendwas übersehen. Okay. Okay, das Aufkochen wird nicht so leicht. Also vielleicht, wenn man hier längs geht. Hallo? Ach, das war jetzt nicht optimal. Aber mit einem Sprung. Gut. Und noch einen Sprung. Geht das schon. Gut. So, jetzt erstmal. Platzsprüher. 1 und 2 3. Jetzt noch die Hopsbrüder. 1 2 3. Ja, aber trotzdem noch nicht erledigt. So, mit mehr Kraft dauert das Ganze länger, aber das hat auch nichts gebracht, das zu wissen. Schlagbrüder. Angriff. Ja, verdammt nochmal. Der Kampf muss schnell beendet werden. So, Feuer. Und Sprung. Wirklich nicht optimal. Wirklich nicht optimal. Ah ja, ich glaube, wir haben ja eine neue Hose, ja. So, Tropenhose, Wollhose. Ah. Automatische HP-Erholung. Lachhose brauchen wir nicht. Hm. Nicht optimal. Was ist das? Was ist das denn? Für mich als Meteorologen sind die Wirbelstürme in dieser Region des Meeres von großem Interesse. Wenn Wirbelenergie auf aufsteigende warme Luft trifft, dann entstehen Windhosen. Hm, ich würde gerne den Mechanismus in meinem Experiment genauer erforschen. Aha. Schön und gut, aber wir müssen jetzt erstmal den Sud irgendwie aufkochen. Was er sagt, nicht so einfach ist. Mann. Wir müssen wirklich die Verteidigung irgendwie erhöhen. Scheiße. Das war nicht so wie geplant. Das auch nicht. Jetzt teilt er sich auch wieder. Oder auch nicht. Gott, dann können wir jetzt ganz normal mit der Hand angreifen. Und nun verpassen wir den Keulenschwinger in Hammerschwinger. Mann! Was ist da bloß los? Ah. Ja, so geht's auch. Wenn man erstmal das Toupet des Gegners besiegt, ist alles locker. Mann. Ach, das gleiche können wir eigentlich nochmal machen. So, Feuer. Ah. Das hat jetzt nicht geklappt. Keine Ahnung weshalb. So. Dieses Mal nicht. So. Hey. Verdammt. Nein. Oh, das ist nicht gut. Ja, das vielleicht jetzt schon, aber das andere nicht. Okay. Einmal die Hand. Dann brauchen wir wieder einen Pilz. Nicht gerade optimal jetzt. Wie ich das schon oft gesagt habe jetzt. Aber was sollen wir machen? So. Okay, wir waren da jetzt längs. Irgendwie müssen wir den Kessel noch erwärmen können. So. Nicht mit uns.
Jetzt wird erstmal eingeheizt. Dann wird Naya geschockt. Und zu guter Letzt wird jetzt nochmal eingeheizt. Eins. Und gehämmert. Und doppelt ausgewichen. Und mit einem Handgriff erledigt. Und Level up. Die Verteidigung muss weiter erhöht werden. Kommt schon, eine 5. Gut. So, und jetzt mal sehen. Okay. Nicht optimal ausgewichen. Auch nicht optimal ausgewichen. Aber so. Geht es. Ja, mal wieder nicht optimal. Aber ja, jetzt. Eins. Und zwei. Und jetzt kommt das Toupet weg. Oder auch nicht. Mann, das gibt's doch, ich sag nicht. Ist das Ganze nur zufällig gewesen? Okay. Okay. Soll ich das wagen? Wollen wir doch mal sehen. Ja, verdammt. Wie war denn das jetzt noch? Komm schon, komm schon. Gott. Ja, das ist doch wieder. Das ist doch widerlich. Komm schon, komm schon. Ja. So. Gut. Okay. Ach so, da kommen wir eigentlich, wie es aussieht, nirgends so längst. Ah, verdammt. Verdammt! Ich will hier raus! Komm schon! Gott. Wir haben es geschafft. Jetzt will ich aber noch mal sehen, wo es da längs geht. Okay, hier. Oh, nett. Ein bisschen mehr Ausrüstung. Okay, hier kommen wir nirgends so weiter. Gott. Dann sind wir jetzt hier auf dem richtigen Weg. Eins. Und fast zwei. Und hinein. So. Aha.
paar Bohnen. Ach, wie nett. Jetzt gibt es erstmal Lachsud oder Witzsud, wie das auch hieß. So. Und dann... Und dann... Naja, knacken wir mal die Tür da. Dann speichern wir. Und dann werden wir mal Jojola verfolgen. So, weiter geht's. Im Text. Also hinauf. Ah, nett. Jetzt müssen wir allerdings erst den ganzen Weg da nochmal gehen. Nicht so nett. Aber was bleibt denn noch übrig? So. Und so. Und? So. Vorwärts. Aha, noch eine Speicherung. Und jetzt wird's richtig haarig. Geh besser auf. Ah. Aufgeben liegt nicht in unserem Repertoire. Na, verdammt. Na, du auch noch? Nicht mit uns. Ihr werdet gleich erstmal weggegrillt. Und dann sagt na, der Urmensch wird dann auch bald geplättet. So. Noch einmal mit der Hand. Weg. Ein Sprung. Einmal ausweichen. Ein Hammerschlag. Und erledigt. Und Level up. Und weiter gehen wir hinauf mit der Verteidigung. Komm schon, die 5. Die 5. Ach, daneben die 6. Die 2. Mann, wo kommt das Viech denn jetzt her? Naja. Jetzt auch noch vergiftet. Das gibt's noch nicht. So, jetzt aber. Und weg damit. Und nun? Tja, wir können es mal mit Luigis Macht der Hand versuchen. Ach, das bringt auch was. Gut. So, und haarig wird jetzt Elsack nicht. Zuerst mal holen wir uns die Brune. Und dann Elsack das hier. So. Die Tür ist offen. Scheinen wir noch zu brauchen. So. Mann, hin und her das Ganze hier. Oh. Nein. So. Los gegen den, irgendwas geil. Oh, verdammt. Den falschen Knopf gedrückt. Ist natürlich ja nicht optimal. Ein Hammerschlag. Noch ein Hammerschlag. Jetzt erstmal mit der Hand noch mit etwas Elektrizität verteilen. Eins. Die Schneebälle ausweichen. Und dann gleich mal gucken, wie diese Viecher heißen. Na, was kommt jetzt? Ach, wieder so eine Giftwolke. Aber die weichen wir leicht aus. So. Ah, ein Arktik-Guy. Naja, auf jeden Fall ein Anrat. Der Geist. Hm? Und den Schneebällen wieder ausweichen. Verdammt. Da war das Ausweichmanöver sagt fehlgeschlagen. Aber hier. Und da wurde wieder gut ausgewichen. Jetzt nochmal Elektrizität verteilen. Gut. Den Eisblock weg. Und jetzt nochmal einen mit den Hammer verteilen. Hammer schlagen. Jetzt noch ein Sprung. Hm.
Ja, dann nochmal mit Schneebällen. Was soll's. So. Ausgezeichnet. Darauf ein Superpilz. Und ein Sirup. So, Ultranuss. Gut. Bis. Aha, jetzt bloß zwei von diesen Arktik-Dingern. Na, die weichen wir schnell aus. Also denen weichen wir schnell aus. Jetzt die Hand. Und da ist schon mal Nummer 1 weg. Und jetzt Nummer 2. So sind wir gut dabei. Jetzt noch den. So. Und so. Und so. Und das. Und dies. So, und dann? Ach, verdammt, noch mehr von den Viechern. Noch mehr. Mann, hier kann Luigi wirklich gut leveln. Oh, das wird haarig. Das wird haarig. Aber ich denke mal, zuerst mal erledigen wir die Viecher hier. Und danach kümmern wir uns um den da. Oh, Mist. Naja. So. Und für den... lernen wir nochmal das Ausweichen. Aber... für den habe ich hier gesagt auch das Passende. Einmal roten Pfeffer. Und die Angriffskraft steigt. So. Und los! Was? Luigi, was hast du da gemacht? Verdammt, Luigi. Dann verpasst du ihm wenigstens einen ordentlichen Hammerschlag. Aber das war ja auch nicht so besonders. Okay, okay, okay. Okay. Okay, Luigi. Dann machen wir jetzt mit dem Sprungblatt. Dann aber jetzt mit dem Sprung. Sag mal. Luigi, was zum Kuckuck machst du da bloß? So. Den ersten hätten wir. Jetzt kommt der zweite. Mhm. Gut. Und der erste Gegner weg. Der da hinten holt sich mal wieder einen Angriffsboost. Könnten wir eigentlich auch wieder machen, aber das ist ehrlich gesagt ja unnötig. Das dauert zu lang. Also. Ach, das ist doch wohl die Höhe. Luigi, was machst du da bloß? So. So, er holt mit Coinschlägen aus, wir mit Hammerschlägen. Der Hammer gewinnt. So viel ist klar. Ja. Keule 0. Ultrahammer 1. So. Gut. Und mal wieder. Sieg der Ultrahammer. Und die Macht der Hand dazu. So einfach geht's. Und so einfach kriegen wir auch gleich wieder ein Level ab. Müsste eigentlich. Sofern wir die Giftwolken ausweichen. Dann ist auch noch den Keulenschlägen ausweichen.
dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ach, der boostet sich mal wieder. Hm? Ach so. Ein Doppelsprung eben. So. So, einmal ausgewichen. Dann kommt jetzt wieder die der Hammerangriff. Nummer 1. Nummer 2. Ah, noch ein Angriffsfuß. Dann kommt jetzt ein Sprung. Und ausweichen. Gut. Und noch ein Hammerschlag. Und nach dem nächsten Angriff, dann müsste er eigentlich besiegt sein. Also Sprung und weg. Ach, ein Glück, dass er sich jetzt geboostet hat. Ansonsten wäre das jetzt etwas blöd gewesen. So, 5, 5, 5. Ach, nur eine 6. Eine 3 meine ich. Mann, wir müssen wirklich mehr kaufen. Mehr einkaufen. So. An welcher Stelle habe ich jetzt eigentlich Mario stehen gelassen? Ha.